Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Fonhies 82 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Aber in diesem Video gibt es sogar zwei Steelbooks zum Zeigen. Und erstmal hier vielen herzlichsten Dank an PlayOn Pictures für das Cover B Steelbook. Und auf diesen Film habe ich mich wirklich wahnsinnig drauf gefreut, ihn endlich wieder im Heimkino angucken zu können. Ich war auch im Kino bei dem Film, und zwar handelt es sich um den neuesten Ghostbusters, Frozen Empire. Und die Kritiker haben diesen Film wieder zerrissen. Ich kann es nicht verstehen. Der Film ist sehr unterhaltsam, hat sehr viel Spaß gemacht. Die alten Helden von damals sind auch wieder mit dabei. Es spielt in New York und wir haben wirklich sehr viele kleine Easter Eggs verpackt, die auch zu den ganzen anderen Filmen auch immer dazu passen. Also von daher eine wunderbare Unterhaltung und auch für neue Ghostbusters-Fans auf jeden Fall einen kleinen Blick wert. Und der kommt am 27.06. nun in den Handel heraus. Es gibt verschiedene Varianten. Und die schauen uns erstmal alle mal an. Einmal gibt es hier die ganz normale DVD. Die kostet gerade mal 13,99 € im Play & Pictures Shop. Dann eine ganz normale Blu-ray-Disc. Diese schaut hier so aus. Die kostet gerade mal 16,99 € im Play & Pictures Shop. Und dann gibt es noch zwei Steelbooks. Und die Steelbooks musste ich jetzt einfach ein bisschen warten auf das letzte, denn ich wollte gerne ein komplett Unboxing-Video machen für euch, denn das Play & Pictures Minibook habe ich schon fast seit 2 Wochen bei mir zu Hause liegen. Aber dachte ich mir, nö, bin geduldig, ich kann warten, bis auch das andere Motiv da ist. Und von daher kommt ihm jetzt kurz vor der VÖ. Und Amazon hat auch direkt gleich geliefert, nämlich das Cover A-Motiv mit den Pop-Art Steelbook Version mit der 4K-Disc und mit der Blu-ray-Disc. Ist das Cover A-Motiv, gibt es auch im Play & Picture Shop zu kaufen, wohlgemerkt. Und dann gibt es noch das Cover B-Motiv mit diesem hier. Auch das schaut hier sehr schön aus, passt perfekt zu eigentlich zum anderen Ghostbusters Afterlife Steelbook. Auch das kostet 34,90 € im Play & Pictures Shop. Aber bitte passt auf, das wird auch bei Amazon angeboten. Dort definitiv nicht kaufen, denn dort wird es angeboten für 79 €. Im Play & Pictures Shop ist das ganz normal verfügbar, einfach unten auf den Link draufklicken, dann könnt ihr auswählen, welche Edition ihr haben möchtet. DVD, Blu-ray, Cover A oder eben dann das Cover B, was exklusiv eben im Play & Pictures verfügbar ist. Die Steelbooks kosten jeweils 34,90 € und enthalten eben die 4K-Disc und auch noch die Blu-ray. So, okay, würde mal sagen, wir packen mal die ganzen Steelbooks aus und dann schauen wir uns mal die schönen Teile an. Und wenn noch ein Vergleich auch noch zu den anderen Steelbooks von den anderen Filmen noch. Ich packe schon mal das Cover A-Motiv aus. Einmal. Und packe auch, gleich das Cover B-Motiv aus. Und werde auch alle beide behalten, denn ich mag wirklich den Film sehr gerne. Jetzt nicht so gut wie jetzt der erste Teil, wie ich finde. Aber auf jeden Fall auch sehr interessant und auch wirklich sehr amüsant, wohlgemerkt. Und einmal hier dann das Cover B-Motiv. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt in die Ego-Perspektive über und schauen uns mal das Pop-Art-Steelbook an von Ghostbusters Frozen Empire. Und dann direkt natürlich gleich im Anschluss dann noch das Steelbook von Play & Pictures. Und ab in die Ego-Perspektive. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit den beiden Steelbook zu Ghostbusters Frozen Empire. Einmal das KVA-Motiv in der Pop-Art-Version und einmal hier das Play & Pictures exklusiv Steelbook. Das exklusiv Steelbook werden wir jetzt auch genauer beleuchten, auch mit Inhaltsangabe durchlesen. Das KVA geht ein bisschen schneller und damit fangen wir auch jetzt mal an, eben weil es ja auch KVA ist. Und wir haben einmal hier eben dann das Pop-Art-Steelbook. Ich bin eigentlich kein großer Freund von diesen Pop-Art-Motiven, aber das hier gefällt mir schon mal ganz gut. Vor allem, es passt auch einigermaßen ganz gut auch zu den anderen. Und einmal hier schon mal dann das Steelbook von Ghostbusters, den Originalfilm, mit der Bibliothekarin in der Bibliothek. Einmal hier das hier, auch ein komplett rundum schönes Motiv, wie ich finde. Und dann noch das Ghostbusters 2 Pop-Art-Steelbook in der Kanalisation. Geht auch ringsrum und dann noch eben dann Ghostbusters 2016.
alle drei wirklich sehr schick geworden. Und es gibt auch eins von Ghostbusters Afterlife, aber nicht in Deutschland. Und wenn irgendeiner das hergeben möchte, das Pop-Art-Steelbook von Ghostbusters Afterlife, dann bitte meldet euch, denn ich hätte dieses Steelbook wirklich sehr, sehr gerne von meiner Sammlung, damit auch alle fünf dann auch zusammenpassen. Aber wie gesagt, der fünfte Teil kommt nun eben in diesem wunderschönen Pop-Art-Steelbook raus. Und wir werden erstmal hier kurz die Banderole abmachen. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet und lässt sie auch ganz gut lösen. Bevor wir zu dem Steelbook kommen, ganz kurz uns die Banderole angucken. Also FSK 12 Aufkleber ist hier fest aufgedruckt. Hier auch ein Ecto 1 zu sehen. Frozen Empire Steelbook Edition. Und einheitlich, wenn wir das Spiel auch nochmal durchlesen, die Extras. Dazu kommen wir auch noch gleich. Und eben der Film geht 115 Minuten. Und sind hier eben mit den Klebepuppen hier befestigt. So, kommen wir jetzt zu dem Steelbook. Und das Steelbook schaut wirklich hier sehr schön aus, aber ein extrem großer Kritikpunkt habe ich, denn wenn ich jetzt mal das Pop-Art-Steelbook von Ghostbusters 2016 oder auch die anderen herholen würde, was fällt euch hier auf? Genau, wir haben hier einen Titel auf dem Covermotiv. Das haben wir hier leider nicht, was ich hier sehr, sehr schade finde. Von dem Zeichenstil ist auch ein bisschen anders da, ist aber natürlich auch ein bisschen logisch, denn es sind noch ein paar Jahre dazwischen. Aber ich finde trotz alledem hier sehr schön. Großer Kritikpunkt, wie gesagt, ist auf jeden Fall der fehlende Titel auf dem Covermotiv. Hätten wir hier noch wunderbar draufdrücken können. Einfach angepasst auch zu den anderen Steelbooks. Und wir haben hier eben dann den Bösewicht. Dann auch hier nochmal den Eisschlange oder Eisdrachen. Hier oben schon mal einen kleinen Slimer, der auch wieder hier mit dabei ist. Und auch noch dann die Geisterfallen-Drohne, die man auch hier oben ganz schön sieht. Und auch hier nochmal dann die Geisterfalle, das Feuerwehrhaus meine ich. Und hier eben dann der Ecto 1, der auch hier im Eis steht. Wir drehen mal kurz rum und schauen uns mal hier dann den Spine an. Ghostbusters Frozen Empire, unten das Sony-Logo. Und dann auf der Rückseite haben wir hier nochmal dann die Feuerwache, die ebenfalls in Eis eingehüllt ist. Und auch das hier schon mal sehr schön ist. Aber es passt nicht ganz so zusammen wie jetzt die älteren Steelbooks. Hier haben wir jetzt zwei verschiedene Motive drauf. Könnte einen stören, aber es ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Das Ganze ist auch ein Hochglanz-Steelbook, wie ihr hier seht. Vom Druck her ist es auch sehr schön gemacht. Die Farben sind nicht ganz so kräftig, aber ist natürlich auch ein Eismotiv, kann man sagen. Von daher ist es auch ein bisschen kühl gehalten, das Ganze. Und so schaut schon mal das ganze Steelbook aus. Und dann drehen wir nochmal hier nochmal rum. Und dann kommen wir jetzt hier direkt mal zu den inneren Werten. Einmal hier die beiden Discs. Einmal hier die 4K Ultra HD Disc mit extrem viel Labels drauf gedruckt. Also wirklich alles drauf, was nur so geht. Und noch einmal hier eben dann das Cup, die Motiv von der Blu-ray Disc. Na, hier raus. Und dieses sieht hier so aus. Und ich dachte nicht, ich muss ihn herholen, aber ich hole ihn trotzdem her. Und zwar einen kleinen Marshmallow-Mann, der auch hier eben dann das Motiv zieht auf der Blu-ray-Disc, wo er sich hier am Eis festklemmt. Ich liebe die kleinen Marshmallows von Afterlife und auch hier natürlich auch sehr schön geworden. In dem Motiv haben wir auch nochmal hier eben dann den Bösewicht, den bösen Geist, und haben hier nochmal eben dann die Geisterfallendrohne, die natürlich auch hier sehr modern rüberkommt. Auch hier vom Druck auch passt natürlich auch zum Covermotiv vorne drauf. Ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und dann machen wir hier die Disc rein. Und dann gehen wir jetzt auch dann direkt über dann nun zu dem Play-On Pictures exklusiv Steelbook. Wie wir schön gemacht, KVA-Motiv. Und wir legen es mal auf Seite. Und jetzt kommen wir eben noch zu Frozen Empire Ghostbusters, das Play-On Pictures exklusiv Steelbook. Und das passt natürlich eigentlich einigermaßen sehr gut noch zu diesem hier. Wenn man es ansehen möchte, passt, ja, es ist okay. Es passt gut zusammen. Oder was meint ihr? Naja, ja, schwierig. Da auf jeden Fall ist wieder der Covermotiv, der Titel drauf gedruckt, und ich glaube hier wahrscheinlich wieder nicht. Aber dafür haben wir hier was anderes. Nämlich guckt euch mal die Blitze an. Die wurden hier extra mal ausgearbeitet als ein
Glanzeffekt und das schaut hier schon mal sehr stark aus, so wie auch eben hier noch der Bösewicht hat auch diesen Glanzeffekt und hier eben dann die vier Geisterjäger. Auch hier eben, der Film ist ab 12 Jahren freigegeben. Frozen Empire, hier unten nochmal drauf, schon Steelbook Edition. Und dann drehen wir jetzt hier mal ganz kurz rum und lesen uns mal ganz kurz hier uns die Inhaltsangabe durch. In Ghostbusters Frozen Empire kehrt die Spengler-Familie dahin zurück, wo alles begann. In die ikonische New Yorker Feuerwache. Dort tun sie sich mit den Original Ghostbusters zusammen, die ein streng geheimes Forschungslabor eingerichtet haben, um die Geisterjagd auf das nächste Level zu heben. Doch als die Entdeckung eines antiken Artefakts eine Geisterarmee freisetzt, die Stadt mit einem Todesschauer überzieht, müssen die alten und die neuen Ghostbusters gemeinsame Sache machen, um ihr Zuhause zu beschützen und die ganze Welt vor einer zweiten Eiszeit zu bewahren. Spannende Actionsequenzen, erstklassige Schauspieler, perfekt. Geschrieben von Jean Tripur von Nord... Oh Gott, ich kann es nicht lesen. Da ist wirklich hier sehr klein geschrieben. Auch gibt es hier einige Extras. Einmal hier die kompletten Recken aus dem Film, angeführt von dem wunderbaren Paul Rudd. Und einmal hier die exklusiven Extras mit geschnittenen Szenen, entfallene Easter Eggs und die Manifestation von Garaka. New York, neue Ausrüstung, willkommen im Paranormal Discovery Center, die Filmmusik, ein Audiokommentar mit Regisseur und Co-Autor Gil Keenan und weitere Extras gibt es auch noch mit Rückkehr zur Feuerwache, das Making-of, erwischt, fangt die Geister des Frozen Empire. Einmal noch die ganzen technischen Daten, der Film geht wie gesagt 115 Minuten, wir haben DTS HD Master Audio 5.1 und in Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Türkisch. Und unnötiglich ist auch hier einiges noch zu mehr dazu gekommen. Könnt ihr gerne mal auf Pause mal drücken. Und hier unten dann das Columbia Pictures Logo, Ghost Corps, Sony und eben hier noch dann das Play and Pictures Logo. Und wie gesagt, das D-Book ist exklusiv im Play and Pictures Shop verfügbar. Und am besten kauft ihr es direkt dort und nicht bei Amazon für den doppelten Preis. Wir machen mal die Banderole runter. Auch hier mit Klebepuppe wieder befestigt. Lässt die auch hier ablösen. Und leider ist auch hier das eingetreten, was ich nicht gehofft habe. Genau, wir haben auch hier leider keinen Titel auf dem Covermotiv. Auch hier wirklich sehr schade. Hat auch hier wunderbar hingepasst. Ghostbusters Frozen Empire. Aber dafür haben wir eben hier diesen extrem coolen Glanzeffekt mit den Blitzen. Und die kommen auch selbst im Video wirklich hier sehr gut rüber. Auch hier unten auch nochmal einer. Und auch eben hier dann diese ganze Eis, auch das eine, trotz all dem ein Hochglanz-D-Book. Also auch hier ein bisschen mit den Fingerabdrücken aufpassen. Und auch vom Druck her kommt es wirklich hier sehr gut rüber. Hier haben wir wirklich schöne satte Farben, vor allem hier die Ghostbusters kommen hier sehr detailreich und auch kontrastreich rüber. Und so schaut schon mal das D-Book vorne aus. Dann gehen wir hier weiter rüber zu dem Spine Ghostbusters Frozen Empire. Auch hier gehen die Blitze auch hier weiter mit diesem Glanzeffekt. Und dann gucken wir uns auch die Rückseite an. Und auch die ist ja mal mega geil geworden. Wow. Also das puh, wow. Wirklich wow. Ein wunderschönes Steelbook. Und auch hier sieht man sogar den kleinen, dicken, fetten Slimer. Sau cool. Auch hier die Blitze grenzgenial gemacht. Sausteig, richtig schön. Auch vom Druck her, auch hier gestochen scharf und wirklich auch hier sehr kontrastreich. Und wenn wir jetzt hier mal alles komplett aufschlagen, das Ganze, dann haben wir auch hier ein komplett durchgehendes Motiv. Nicht ganz so akkurat hier zusammen gemacht, aber damit kann man jetzt wirklich damit leben. Ansonsten wirklich ein verdammt schönes Steelbook und da muss ich echt sagen, da ist das KVMA-Motiv doch wirklich extrem langweilig. Ich finde es hier wirklich mega schön und ist echt verdammt schön geworden. Schauen wir uns noch innen an. Auch hier geht es dann weiter. Oh, ein bisschen schade. Wir haben hier nämlich dasselbe Motiv auch innen drin. Das hätte man etwas ändern können. Einmal heben, dann wieder die Blu-ray-Disc, die 4K-Disc mit dem Todesdrachen, kann man sagen, hier. Und dann auch hier nochmal die Blu-ray-Disc. Schaut natürlich identisch aus zu
der anderen Disc aus dem anderen Steelbook ist natürlich vollkommen klar. Und dann haben wir doch eine kleine Veränderung, nämlich hier einmal das hier. Und plötzlich sind sie verschwunden. Ihr seht hier, hier sind sie noch da und da sind sie weg. Ja, trotzdem schön gemacht. Auch hier das Motiv ist etwas blasser, wahrscheinlich wegen der Hülle außenrum. Aber auf jeden Fall auch hier ein sehr schönes Steelbook geworden. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon mit dem KVB-Motiv von Ghostbusters Frozen Empire. Und dann gehen wir mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, meine Lieben, und das sind wir auch schon durch mit den beiden Steelbooks zu Ghostbusters Frozen Empire. Einmal das KVB und einmal das KVA-Motiv. Und ja, hier klipp und klar hat auf jeden Fall das KVB von Play & Pictures exklusiv die Nase vorn. Einfach ein wunderschönes Steelbook mit diesem Glanzeffekt von den Blitzen auch. Ach, die Rückseite ist ja wirklich sehr cool mit dem Slimer drauf. Und ich habe gerade mal geguckt, da ist so ein grüner Streifen. Seht ihr das? Hier. Und das ist kein Fehler, sondern es sind die Augen von Gagaka. Also kein Fehler im Steelbook. Da ist wirklich, sind die Augen, die jetzt hier anfangen zu leuchten. Nur so interessant für euch, falls ihr jetzt fragt, was ist das für grüne Streifen gewesen. Ja, also sind jetzt hier die Augen, die leuchten. Und ja, auch natürlich das KVA ist auch sehr schön, passt halt sehr gut zu den anderen. Aber ich muss echt sagen, ja, dafür stinkt das KVA wirklich ab zu dem KVB von Play & Pictures. Welches Covermotiv würdet ihr euch denn jetzt holen oder kauft ihr euch denn? Cover B oder Cover A? Wie gesagt, alle verfügbar beim Play & Pictures Shop. Ein Link unten in die Videobeschreibung. Und vor allem, wie hat euch auch der Film gefallen? Schreibt es in den Kommentar rein, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Wie gesagt, ein Link unten in der Videobeschreibung zu Play & Pictures, zu allen Editionen, Blu-ray, Disc, DVD und zu den beiden Steelbooks. Und dann dürft ihr dann selbst entscheiden, was ihr euch nun kaufen möchtet und welche nicht. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Bleibt schön gesund, einen schönen Abend noch. Tschüss mit Ö und tschüss.